Servus, grüß euch, liebe Leute aus Nordenweit. Ich bin der Eiger Hans von der Starkramhütte, von schönen Brixental, Skiweltwilder Kaiser. Kennt ihr euch, ein Platz ist in der kleinsten Hütte. Servus. Ja, ich bin der Eiger Hans von der Starkramhütte. Mit meinen engagierten Mitarbeitern betreibe ich unsere Hütte nun seit 13 Jahren. Wir betreiben unsere Hütte mit viel Herzblut und im Lederhosenstil. Wenn man da hereinkommt, kann man ja sicher sehen, dass mit unseren Details und unserem ganzen Schnickschnack, was wir da so umeinander haben, es ist für mich also wie ein bisschen ein Wohnzimmer. Das, was man dann jeden Tag, wenn ich da heraufkomme, auf die Hütte Freude macht zum Arbeiten. Ja, ein bisschen stolz sind wir auch auf unseren neuen Anbau heuer, den wir auch mit sehr viel Liebe und Details gestaltet haben. Wie man sieht, haben wir auch alte Materialien verwendet. Altholz, 200 Jahre alt, also ein alter Bauernhof, den was ich von zu Hause habe. Und auch diese ganzen Details, was man da sieht, die alten Fenster und die alten Bilder, da lege ich sehr viel Wert drauf. Weil, wie ich zuerst schon betont habe, soll mein Arbeitsplatz ja auch mein Wohnzimmer sein, wo ich in der Früh dann herkomme und ich bin gerne für meine Gäste da. Platz gibt es in der kleinsten Hütte. Also wir haben Platz für 180 Personen und Platz gibt es auf unserer schönen Sonnenterrasse für ca. 600 Personen. Wo es dann schon manchmal sehr zur Sache geht, wo wir dann auch mit Musik und mit Gaudi schon sehr belastbar sind. Also wir sind ein Betrieb, der mit 100% Service das organisiert. Alle natürlich, wie sich das gehört, bei uns herum im Lederhosenstil und im Tiroler Look. Wo ich nur mal dazu sagen will, dass bei den Gästen und auch bei den Einheimischen sehr geschätzt wird. Also absolut 100% Bedienung. Sehr gut. Das nenne ich ja Essen. Lecker. Wir machen typische Tiroler regionale Schmankerl, die nach alten Rezepten gekocht und auch natürlich im Originalpfandl serviert werden. Sofern es uns möglich ist, gehen wir natürlich gerne auf unsere speziellen Wünsche der Gäste ein. Sollte da mal etwas nicht dabei sein, dass ich sage, also, was zwar nicht der Fall ist, weil wir von ein recht großes Programm da, aber dann, wenn es uns möglich ist, kochen wir natürlich gerne auch individuelle Sachen. Gerne reservieren wir auch. Wir sind bekannt worden jetzt mit unserer Tenne, dass man reservieren kann. Und dann rufen wir die Gäste schon an und sagen, Hans, hast du einen Tisch? Machen wir natürlich gerne. Auch machen wir gerne ein Fondue, das Käsefondue. Das ist bei uns sehr bekannt und bei den Gästen sehr, sehr beliebt. Was vielleicht ein bisschen erwähnenswert ist oder ungewöhnlich ist auf einer solchen Hütte, servieren wir auch gerne gute Tröpfel Weine und ein gutes Schnapsel, wie sie das bei uns herum so dazugehört. Also unsere guten Tröpfel, die sehen wir da nicht, in unserem kleinen Weinkeller. Da haben wir schöne Weine aus Österreich, bin ich sehr stolz drauf. Rotweine aus dem Burgenland, Weißweine aus der Steiermark und natürlich auch das gute Tröpfel, unsere Schnapsel aus Tirol. Gerne kommen zu uns natürlich auch die Gruppen, Männergruppen, auch natürlich die Mädchen, wo dann die Mädchen gerne unsere Schneeflittchen und unsere Tannenhöschen servieren. Also das ist auch so ein Geheimtipp von unserer Hütte. Und natürlich für die harten Männer den Alpendeckeler. Also da ist mir einmal, bin ich auf der Hütte herumgeschlafen, und habe ich mir gedacht, was kann man denn für die Männer Leckeres machen? Dann ist mir eingefallen, unser selbstgebrannter Schnaps, den wir zu Hause brennen, in meinem elterlichen Betrieb, im Agerhof unten in Söll. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so ein Schnapsel, das kriegt man eigentlich überall. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so in Tirol gehört ja der Speck auch dazu. Also der Speck, wie wir sagen, das Geräucherte. Und dann ist mir das eingefallen, habe ich zuerst einmal 5, 6 getrunken. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da passt der Speck dazu. Aber den muss man doch nicht immer auf einen Teller geben. Sondern habe ich mir gedacht, machen wir das einfach, wie man heute schon mit den Fingerfood, wie das so modern heißt, kann man da was kreieren. Dann ist mir das eingefallen, das Speckplattel eingewickelt und das mit einem Stick dazu. Und das ist ein Riesengaudi geworden und auch ein Murzrenner bei uns in der Schlagerhütte. So, zum Wohle! Ja. Ja.
wir sind trotzdem, dass schon guter Betrieb ist, noch immer ein Familienbetrieb, wo mich auch meine Mutter sehr häufig unterstützt, die dann für die Rezepte und für den Kaiserschmarrn und für diese Sachen auch zuständig ist. Im Namen meines Teams und mir würde ich mich freuen, wenn es bei mir vorbeischauen würde jetzt. So, und jetzt gehen wir arbeiten, bitte. Ja, Chef. Jetzt gehen wir ab. Ah, danke.